mich immer so weit nach hinten setzen. Herzlich willkommen hier real auf unserer Campuswiese am Neuen Palais und auch herzlich willkommen all denjenigen, die uns via Livestream zuhören und zusehen. Ich freue mich, dass das Wetter mitspielt und ich habe gerade so die letzten Sekunden, bevor wir live gegangen sind, so gedacht, mein altes Leben, bevor ich Sprecherin der Universität Potsdam wurde, als Journalistin, war auch ganz schön. Da habe ich zwar nicht vor der Kamera gesessen, aber vorm Radiomikrofon und häufiger mal so Moderationen übernommen. Kann ich ja vielleicht jetzt mal wieder so ab und an mal einstreuen. Macht sehr viel Spaß. Jedenfalls die erste Diskussionsrunde vor genau einer Woche am Campus Griebnitzsee hat sehr Spaß gemacht mit allen auf der Bühne und auch all den Gästen, die zugeschaut und mitdiskutiert haben. Und ich denke, genauso schön wird es jetzt hier wieder. Was ich letztes Mal vergessen habe, will ich jetzt diesmal unbedingt nachholen, nämlich Sie alle animieren, sich Fragen zu überlegen, die Sie stellen können. So die letzten Viertelstunde, 20 Minuten öffnen wir für Fragen hier real, aber auch all die, die uns zusehen, die können über die Chatfunktion Fragen stellen, die wir dann aufgreifen und die ich dann hier an die Gesprächspartnerinnen und Partner auf dem Podium weiterleite, damit Sie das schon mal alle wissen. Also wir machen bis 17.30 Uhr ziemlich genau, damit jeder noch schnell zu dem Ort fürs Public Viewing oder Private Viewing für das Fußballspiel fahren kann. Darum haben wir das ja auch extra ein bisschen vorgezogen, damit man da nicht in einen Veranstaltungsstress kommt und wirklich notfalls beides genießen kann. Bevor es losgeht, möchte ich auch mein Podium kurz vorstellen. Ich fange an mit Frau Dr. Sendig zu meiner Linken. Sie kam 1991 vom Institut für die Weiterbildung ausländischer Deutschlehrer hier an das Institut für Germanistik und waren nicht nur ganz früh sozusagen hier an der Universität dann aktiv, sondern auch Mitglied und zeitweise sogar Vorsitzende des Senats der Universität Potsdam, haben sich also auch gleich eingebracht in wegweisende Strukturen. Herr Professor Schöps, rechts sozusagen, ist auch schon eine ganze Weile an der Uni Potsdam oder hat die Uni Potsdam von ihren Anfängen an miterlebt. Sie kam 1991 aus Duisburg und hatten bis 2007 die Professur für neuere Geschichte mit dem Schwerpunkt deutsch-jüdischer Geschichte inne und waren natürlich Gründungsdirektor des Moses-Mendelssohn-Zentrums und auch Mitglied des Gründungssenats der Universität Potsdam. Herzlich willkommen. Dann mache ich mit Frau Dr. Petra Bischof-Krenzin weiter, mit der ich aktiv noch zusammengearbeitet habe. Sie kam 1986 nach Potsdam und hat bis vor kurzem, bevor sie in den Ruhestand ging, das Zentrum für den Hochschulsport geleitet. Ich freue mich auch sehr, dass du jetzt Zeit hast und mit uns diskutieren kannst. Und ganz zu meiner Linken, Herr Dr. Thilo Köhn. Sie wurden von der alten Pädagogischen Hochschule über die Brandenburgische Landeshochschule in die Uni Potsdam übernommen und wie Sie selbst ironisch angemerkt haben, als eine im Osten sozialisierte Altlast. Mal gucken, was das bedeutet. Ich denke, das können wir auch hier in unserer kleinen Runde ein wenig diskutieren. Anfangen, Frau Dr. Sendig, würde ich gerne mit Ihnen. Ja, wie um uns so ein bisschen zurückzuversetzen in diese Stimmung, wie das damals war. Wie haben Sie Ihren Start an der Universität Potsdam erlebt? Naja, eigentlich bin ich ja auch eine im Osten sozialisierte Altlast, wenn auch nicht aus diesem Stall hier gekommen, sondern ich habe in Dresden studiert und habe dann fünf Jahre als Lehrerin gearbeitet und bin dann an dieses Institut delegiert worden
Und bin also dann nach 10 Jahren in die ganzen Wirren der Zusammenlegung hineingeraten. So kann man es vielleicht sagen. Denn, wie Sie vielleicht wissen, ist ja die Uni keine komplette Neugründung, sondern eine Umgründung. Also man hat sozusagen den Kern genommen, Pädagogische Hochschule, und hat alle möglichen An- und Außen- und Forschungsinstitute, die noch so rumschwirrten, im Dunstkreis von Potsdam hat man dazu getan. Und dazu gehörte auch unser Institut. Und Sie können sich vielleicht vorstellen, dass die Reaktion der Potsdamer hier aus dem Kernbereich der PH erstmal war, die geben es jetzt ja nicht mehr zu, aber das Boot ist voll, was wollt ihr noch hier? Und das war eigentlich dann mein Motiv zu sagen, jetzt will ich doch mal für die Institute sprechen und für die Leute, die sozusagen nicht aus der Mutterhochschule kommen. Und das war damals so, wenn man da einmal für solche Gruppen sprach, noch dazu relativ laut und aggressiv, dann war man am nächsten Tag Gewerkschaftssprecherin der neu zu gründenden Uni Potsdam. Das ist mir auch so gegangen. Und von der Gewerkschaftssprecherin zur gewählten Senatsmitglied zum gewählten Senatsmitglied dauerte das nicht lange. Das war in dieser Wendezeit sozusagen immer eine Sache von über Nacht. Entweder man hat Ja oder man hat nicht Ja gesagt. Ich habe dann Ja gesagt, weil ich dachte, das ist mal was, was man mal ausprobieren kann. Und die Entwicklung haben Sie dann auch motiviert, sich weiter zu engagieren, um dann die Strukturen zu festigen, zu prägen? Hat mich sehr motiviert, weil ich von Anfang an gesehen habe, dass, also weil ich die Chance gesehen habe, Sachen durchzusetzen oder Sachen mitzudiskutieren, die man zu anderen Zeiten und unter anderen Bedingungen nicht hätte diskutieren können. Mein Vorteil war, ich kam 91 gerade aus dem Babyjahr von meinem zweiten Sohn und ich kannte hier niemanden und das ist manchmal günstig. Es war auch günstig sozusagen. Ich hatte den Stallgeruch nicht. Ich habe auch nicht die Geschichten hinter den Geschichten gekannt. Ich habe sozusagen strikt nach Prinzipien geurteilt und das war gut so, sonst hätte es für einige vielleicht ein bisschen anders ausgesehen, was dann rausgekommen ist. Ja, das habe ich schon so gesehen und dann auch gemacht. 30 Jahre ist jetzt ja noch nicht so ein langes Alter. Gleichwohl fand ich eben schön, so im Vorgespräch mit Ihnen allen zu spüren, wie lange das dann doch schon her ist. Viele, die tatsächlich in der Anfangszeit hier waren, die sind ja auch schon nicht mehr im aktiven Berufsleben. Und dann hat das immer so ein bisschen auch wie so ein Klassentreffen, wenn man dann für solche Gelegenheiten sie dann hier mal wieder an den Ort des Geschehens holt. Was würden Sie sagen, wie sollte eine so junge oder mittelalte Universität wie die Universität Potsdam mit ihrer Vergangenheit umgehen? Sie sollte selbstbestimmt umgehen, das scheint mir das Wichtigste. Und das war am Anfang eigentlich nicht so. Vielleicht war das auch ein Grund, weshalb ich da so ein bisschen auf den Putz gehauen habe, weil ich von Anfang an, am Anfang den Eindruck hatte, dass da sozusagen mir von außen definiert wird, was ich gewesen bin und was ich zu werden habe. Und das hat mich schon immer gestört. Das kann man auch biografisch aus früheren Zeiten. Ich habe auch an der Schule schon Schwierigkeiten gehabt und habe dann mich versucht durchzusetzen. Zum Beispiel hat meine Klasse gegen die Biermann-Ausbürgerung gestimmt. Könnt ihr euch vorstellen, was das so als Wirkung dann hatte. Aber ich war da schon ein bisschen trainiert und das habe ich dann hier weiter durchgezogen, ja. Kann man vielleicht so sagen, soweit es eben ging. Was haben Sie gefragt? Ich weiß nicht. Wie die Uni Potsdam mit ihrer Vergangenheit, ja. Also auch vielleicht auch noch ein bisschen weitergezogen, so vom persönlichen Radius weg zum 25-jährigen Jubiläum der Uni Potsdam haben wir auch ein Buch herausgegeben, nicht so einen schönen Bildband wie jetzt zum 30-jährigen, sondern so ein bisschen unter unterschiedlichen Aspekten mit der Geschichte der jeweiligen Standorte der Universität sich befassend. Also es war sowohl Architekturgeschichte, aber als auch tatsächlich, was an den Standorten für Institutionen waren und wie sich das entwickelt hat, um auch so ein bisschen was Substanzielles
zu bieten und zu anzuregen, die Vergangenheit und die Entwicklungen, die sich dann daraus ergeben haben, zu diskutieren. Und das hat dann doch so ein Stück weit polarisiert in der Hochschulöffentlichkeit. Je nachdem, wer sich in den Diskussionen beteiligt hat, ob er sie aus dem Westen, aus dem Osten kam und dann dementsprechend, wie Sie das eben auch so angedeutet haben, von draußen drauf geguckt und was bewertet und vielleicht auch verurteilt haben oder aber eben auch von drinnen so ein bisschen differenzierter gesehen haben. Deshalb, also ist die Uni jetzt zum 30. Geburtstag reif für so eine Debatte, dass man auch sagt, vielleicht was nicht so gut gelaufen ist und dass sich damit ernsthaft auseinandersetzt? Oder braucht es das gar nicht mehr? Nee, unbedingt, das braucht es. Zum 25. Wissen Sie, dass, wie polarisierend das war? Und Sie wissen vielleicht auch, vielleicht haben Sie auch darauf angespielt, meine Reaktion auf Professor Görtemakers Auftritt. Die ist ja irgendwie überall publiziert worden. Das ist das eine. Also ich habe mich gewehrt und wir haben uns gewehrt gegen eine Sicht, die sozusagen die Definitionsmacht an sich gerissen hatte und die Leute aus dem Osten danach bewertete, wie die Parameter aus anderer Ecke kamen. Inzwischen sehe ich das insofern ein bisschen anders. Also man wird ja auch milder. Ich bin sehr viel zusammengekommen über gewerkschaftliche Arbeit und andere Arbeit mit Kollegen aus dem Westen, schon sehr früh, weil ich in den Hauptvorstand gewählt wurde und ich habe eigentlich dort immer nur mit Leuten aus dem Westen gesprochen, weil da war ich die Vorzeige und Alibi-Ossi. Und würde jetzt auch sagen, dass natürlich bestimmte Sachen hier und auch an anderer Stelle, wo universitäre Lehre gemacht wurde, inzwischen differenzierter beurteilt werden sollte. Also Potsdam hatte das Etikett rote PH. Ich habe nichts gegen Rot, ich bin selber rot, aber so wie das hier betrieben wurde, war es vielleicht doch nicht ganz das Gelbe vom Ei. Und das würde ich heute sehr differenzierter beurteilen wollen. Das habe ich damals noch nicht gemacht. Ist auch gut, man muss sich, wenn man sich wehrt, ist man nicht differenziert. Inzwischen sieht es so aus, dass man drauf gucken kann auf das Ganze. Man braucht auch 20, 30 Jahre, um drauf gucken zu können. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen. Ne? Ich habe eine ganze Bücherreihe, wo sich Autoren verschiedener Art zur Wende geäußert haben. Ich fange jetzt erst an, die Hälfte davon zu lesen. Ich habe mich vorher geradezu gescheut, da reinzugucken, weil ich dachte, vielleicht liest du irgendwas, was dir nicht passt und wo du schwer mit zurechtkommst. Inzwischen kann ich das lesen und kann das auch differenzierter beurteilen. Ja, das fand ich auch eigentlich am schönsten nach diesen 25 Jahren Aufreger, sage ich mal, dass man miteinander ins Gespräch kam. Ja. Also und finde es auch schön, wenn wir jetzt wieder ins Gespräch kommen. Zwischenzeitlich war dann eben mal an der einen oder anderen Stelle dann das Schweigen und so ein bisschen die Resignation, ach, das bringt doch eh alles nichts und ich will jetzt auch gar nicht mehr sprechen. Das fand ich dann schade. Aber ich glaube, da muss man dann auch irgendwie durch und das entwickelt sich so. Und ich glaube, das ist jetzt auch so der Moment. Um mal von diesem kritischen zu dem besonders tollsten Moment in Ihrer Zeit an der Uni Potsdam zu kommen, Frau Dr. Sendig, was wäre das, wenn Sie das jetzt so sich überlegen würden? Mein tollster Moment, doch das weiß ich schon noch, also es war kein Moment, sondern das war die Einbeziehung in ein Euro-Projekt, wo Dozenten aus Frankreich, England, Finnland, Belgien, und Deutschland zwei, einer und also mein Kollege und ich, wo wir also ein Projekt zum Testen und Prüfen fremdsprachlicher Fertigkeiten aus der Wiege gehoben haben. Und da ist auch ein Buch draus entstanden und so. Und diese ganze Zusammenarbeit über die 3-4 Jahre mit den Kollegen aus diesen verschiedenen Ländern, das war schon etwas, was ich nicht wieder vergessen werde. Nebenbei gesagt, was insofern eine große Schwierigkeit hatte, als zwar vorher gesagt worden ist,
Ihr könnt in eurer jeweiligen Sprache mitdiskutieren. Das können wir alles managen. Die beiden belgischen Leiter haben eine sehr universelle Sprachkenntnis gehabt. Das dauerte 2 bis 3 Tage. Dann haben wir alle Englisch sprechen müssen. Und wenn Sie wissen, wie, wenn man nicht Englischlehrer war in der DDR, das Englische war, beherrscht wurde und im Gegensatz dazu das Russische, dann wissen Sie, was ich da für Kopfstände gemacht habe. Und meine Kollegen aus den anderen Ländern haben dann immer gesagt, Uta, das ist alles falsch, wie du redest, aber wir wissen, was du meinst. Also es ist auch ein Aha-Erlebnis gewesen, so ins Wasser geschmissen zu werden, hätte ich vorher nicht für möglich gehalten. War dann aber eine schöne Erfahrung. Ja, und ist jetzt Ihr schönster Moment, wenn Sie das so erzählen? Das ist jetzt mein schönster Moment. Und manche Momente gibt es dann noch, die im Senat etwas gebracht haben. Aber da war die Arbeit eigentlich mühsamer, weil man immer in der Minderheit war oder fast immer. Hm. In dem Interview für unser Unimagazin haben Sie gesagt, Sie hätten sich mehr echte Beteiligung aller Statusgruppen gewünscht. Das war so etwas, was mir in Erinnerung geblieben ist. Mhm. Was haben Sie da gemeint? Welche Statusgruppe hat sich zu wenig eingebracht oder konnte vielleicht sich auch nicht so beteiligen, wie Sie sich das vorgestellt hätten? Naja, das liegt ja auf der Hand. Also jedenfalls in den Gremien der akademischen Selbstverwaltung, besonders im Senat, aber auch darunter, ist ja die Anzahl derjenigen, die aus den verschiedenen Statusgruppen mitstimmen können, ist ja festgelegt. Und da ist sozusagen die Professorenmehrheit immer die Mehrheit. Man muss also mindestens einen Kollegen aus der Professorenschaft, Kollegin aus der Professorenschaft auf seine Seite bringen, wenn man irgendwas durchsetzen will. Und das hat auch dazu geführt, dass viele aus dem akademischen Mittelbau irgendwann resigniert waren und gesagt haben, naja, also ich kann da noch so sehr ackern. Am Ende gewinnt eine andere Sicht als meine. Und das war umso schwieriger zu begründen und auch auszuhalten, weil aus der DDR-Geschichte der Mittelbau nicht so abgehackt war von der Professorenschaft, sondern es gab so Übergänge und man hat sich in allen diesen Statusgruppen leichter, das klingt jetzt vielleicht seltsam, weil wir ja ansonsten so ein autoritärer Staat waren, wie immer gesagt wird, aber auf der wissenschaftlichen Ebene ist die Augenhöhe viel gleicher gewesen. Das kann man einfach sagen. Und diejenigen, die diese Augenhöhe versucht haben zu unterlaufen, waren ja häufig auch die Kader sozusagen, die hat man eigentlich manchmal auch nicht so ernst genommen. Und das ging alles nicht mehr. Das waren plötzlich andere Verhältnisse und andere Hierarchien. Ja. Mhm. Und diese anderen Hierarchien waren schwierig zu meistern und ich halte sie auch nach wie vor für falsch. So wie sie jetzt auch immer noch sind. Weil ich finde, dass Wissenschaft sich nicht mit Hierarchie verträgt. Jedenfalls nicht auf der Wissenschaft, auf der Ebene der wissenschaftlichen Diskussion. Und es gibt ja eine ganze Menge Bemühungen von der ordinarien Universität, also ein Professor mit Lehrstuhl und die anderen müssen Wasserträger machen, abzugehen und ein anderes System zu etablieren. Das gibt es auch in einigen Bundesländern schon, beziehungsweise die Versuche gibt es. Es ist dann so eine stärkere Unabhängigkeit der verschiedenen Statusgruppen von einem Lehrstuhl und da hoffe ich mir eigentlich auch für unsere nächsten Kollegen ein bisschen Luft zum Atmen, die sie so teilweise nicht hatten. Sie haben vorhin gesagt, ganz am Anfang waren Sie mit Ihrem Institut in Golm. Hm? Was ist Ihr Lieblingscampus, wenn Sie so Ihre Zeit Revue passieren lassen? Mein letztes Büro war da drüben in einem der Häuser und da habe ich den ganzen Tag, wenn ich wollte, auf diese Wiese gucken können. Und jeder, der mich besucht hat und nicht aus der Uni war, hat gesagt, das ist der tollste Arbeitsplatz der Welt. Du guckst hier die ganze Zeit auf Schlösser und Gärten. Und da konnte ich auch nicht widersprechen. Hier ist sehr schön. Hier ist der schönste. Ja. Rennen Sie bei mir offene Türen ein. Bestimmt. Aber
Die Veränderungen, die die Uni Potsdam in Größe, in Aufstellung, was Fakultäten angeht und Erweiterung bestimmter Bereiche angeht, sind immens. Was sollte man aus Ihrer Sicht nicht aus dem Blick verlieren, jetzt, wenn die Uni immer noch größer wird, vielleicht auch bedeutender in den verschiedenen Bereichen? Was darf aus Ihrer Sicht nicht vernachlässigt werden? Der Kern der Uni ist nach wie vor, oder jedenfalls ein wichtiger Kern, ist die Lehrerbildung. Und da gibt es einen Bereich, der aus meiner Sicht nicht genügend unterstützt oder nicht genügend entfaltet wird, und das ist die jeweilige Fachdidaktik. Wir haben zu DDR-Zeiten vielleicht ein bisschen viel Fachdidaktiker gehabt und Fachdidaktik gemacht, zumal es eher eine Rezeptdidaktik war in Teilen. Aber was jetzt ist, sind häufig verkappte Fachwissenschaftler, die die Schule nie von innen gesehen haben, und das macht sich bemerkbar für die Qualität der didaktischen Ausbildung. Und da finde ich, also haben wir sozusagen etwas verschenkt, was wir mal eine Weile hatten. Wir hatten eine ganze Weile Leute hier, die das alles konnten, die das auch integriert haben, die auch in der Lage waren, sich wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen. Denn Fachdidaktik ist ja keine Rezeptdidaktik, sondern das ist die Wissenschaft vom Erwerb und von der Vermittlung fachlicher Inhalte. Und die Erwerbsuntersuchungen, die sind durchaus nicht nur angewandt, das ist Grundlagenforschung teilweise. Und da muss man was richtig machen. Da kann man nicht nur Leute mit Hochdeputatsstellen einsetzen, die dann die Studenten alle betreuen. Da muss man auch ein paar forschende und entwickelnde Kollegen haben. Und die haben wir nicht in dem Maße, wie wir sie brauchten, sage ich mal so. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben im Gegensatz dazu die Naturwissenschaften sehr stark ausgebaut. Das ist auch gut. Das macht das Renommee nach außen teilweise. Aber die Arbeitsbedingungen zwischen manchem naturwissenschaftlichen Bereich, in Klammern kleine Gruppen, und manchem geistes- und sozialwissenschaftlichen Bereich, in Klammern riesige Hörsäle voll mit Leuten, diese Diskrepanz ist für mich zu groß und ist auch nicht gerechtfertigt. Und da würde ich die Proportionen etwas verändern. Ja, das vielen Dank erstmal bis hierher. Das sind ja gute Anregungen, die man vielleicht dann auch in den Blick der Zukunft mit aufgreifen kann. Herr Schöps, ich würde gern zu Ihnen kommen. Wie Sie die Stimmung hier in den Anfangsjahren der Universität wahrgenommen haben? Als Aufbruch? Es war ein Aufbruch. Es waren wilde Jahre. Es war sehr kompliziert. Ich erinnere mich, als ich 1991 nach Potsdam kam, auf Einladung des damals gerade frisch ernannten Wissenschaftsministers Enderlein, und er mich fragte, ob ich Lust hätte, am Mitaufbau einer Universität mitzuwirken. Ich sagte damals ja und kam dann aus, ein paar Wochen später wurde ich Abgeordnet in Nordrhein-Westfalen, um hier Aufbauarbeit zu leisten, so hieß das damals. Ich erinnere mich noch gut daran, da fuhr ich hier mit dem Auto in die Stadt rein, da sah ich, dann dachte ich, also irgendwas stimmt doch hier nicht. Also eine Mauerwand mit folgender Inschrift: Rheinländer raus, Ausländer rein. Das habe ich natürlich sofort auf mich bezogen, klar. Und kam dann hier auf dieses Gelände. Da drüben war ein Gästehaus, in dem ich anfangs untergebracht war. Dann In dem Gebäude hier hinter uns war die Geschichtswissenschaft, und ich sollte dort also als Aufbau leisten. Ich erinnere mich noch gut dran, die Sekretärin, die da war, steckt den Kopf rein in die Tür und sagt zu mir: Herr Professor, darf ich Ihnen die Kaderakten bringen? Da bin ich vor Schreck fast unter den Tisch gefallen, weil ich nicht wusste, was Kaderakten sind.
Und das war am Anfang eine der großen Schwierigkeiten, die ich hatte. Aber ich habe mich dann dran gewöhnt. Es war eine andere Sprache, auf die ich hier kam. Da war dann die Rede von der Sprechzeit. Im Westen sagte man Sprechstunde und so weiter und so fort. Das dauerte einige Zeit, bis ich das, bis man sich daran gewöhnt hat. Aber dann, ich sagte wilde Jahre, ja. Ich kam dann, stand da vor dem Gästehaus mit meinem Auto und guckte dann am nächsten Morgen raus, als ich dort übernachtet hatte. Das Auto war weg, geklaut und wurde dann ausgebrannt irgendwo wiedergefunden. Ich dachte, war das jetzt gegen mich, gegen meine Person gerichtet oder nicht? Also ich wusste es nicht. Aber das waren so die Zeiten damals. Und insgesamt war es eine Aufbruchstimmung. Eine Aufbruchstimmung, die aus heutiger Sicht eine tolle Erfahrung war. Wir haben uns versucht, einander anzunähern, in dem Wissen natürlich, dass das unterschiedliche Erfahrungswelten sind, die da aufeinanderstoßen. Und ich weiß noch, wie ich hier die Mitarbeiter der PH zusammenrief in meinem Bereich und versuchte zu sagen, warum ich hierher gekommen bin. Ich sagte, naja, ich bin, sehen Sie, mein Vater stammte aus dieser Gegend, meine ganze Familie stammte aus dieser Gegend, ist in der Nazizeit geflüchtet ins Ausland und nach 1945 nicht in die Ostzone, spätere DDR, sondern nach Westdeutschland gegangen. Ich sah es als meine Verpflichtung an, nach Potsdam zu gehen, um hier nach der sogenannten Wende mit aufzubauen. Das Interessante war dabei aber, also ich versuchte dann so etwas Folgendes zu sagen. Sehen Sie, mein Vater hatte einen Ruf nach Leipzig 1946. Hätte er diesen Ruf angenommen, wäre ich in der DDR aufgewachsen. Was wäre aus mir geworden? Vielleicht wäre ich vor 61 geflüchtet, vielleicht wäre ich nach 61 über die Mauer geklettert. Oder vielleicht wäre ich ein LPG-Vorsitzender geworden. Ich weiß es nicht. Und genau das, dieser Erfahrungshintergrund, den ich da mitbrachte, war wichtig, um zu vermitteln, um was es hier eigentlich geht. Es geht um das Zusammenwachsen. Und wir waren uns alle bewusst, dass das schwierig ist, nicht ganz einfach. Wir hatten da im Gründungssenat furchtbare, nein, sagen wir es nicht, Debatten. Wen muss man entfernen, wer darf bleiben und so weiter und so fort. Wir hatten damals, und da, ich fand das sehr gut, wir haben eigentlich kaum jemanden entlassen, sondern waren bemüht, nur in Fällen, wo es gar nicht mehr anders ging, also irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Ich für meinen Teil habe nie zugestimmt. Das muss ich dazu sagen, aus 30 Jahren. Rückwirkend 30 Jahre. Egal. Es war eine gute Zeit. Wir wollten damals eine klassische Universität aufbauen. Eine klassische Universität mit philosophischen Fakultäten, also Fakultätenstrukturen, nicht? Davon träumten wir eigentlich. Und zwar nach den Erfahrungen in Westdeutschland, wo alles dann in Fachbereiche aufgegliedert wurde und die Universitäten kaum noch Strukturen hatten. Es hat sich weiterentwickelt, anders entwickelt, als wir damals im Gründungssenat uns gedacht haben. Aber wie ich meine, das ist ganz normal und es ist eine gute Entwicklung gewesen. Und jetzt kann sich diese Universität sehen lassen, weltweit. Waren Sie auch im Gründungssenat aktiv? Ja, ja. Und haben sich eben auch schon frühzeitig in die Etablierung der Strukturen und auch der Prägung des ganzen Diskussionsklimas eingebracht. Würden Sie das genau noch mal so wieder machen? War das letztendlich das Salz in der Suppe,
was es auch brauchte, um aus dieser Aufbauarbeit dann auch tatsächlich irgendwann in ein normales Fahrwasser zu kommen? Rückblickend kann man nun sagen, da haben wir das falsch gemacht und jenes falsch gemacht. Das haben wir richtig gemacht oder nicht. Das ist egal. Man kann sich nicht, das kann man nicht wiederholen. Heute ist eine völlig andere Situation als 1900, also Anfang der 90er Jahre. Und insofern ist es gelungen, das muss man einfach sagen. Nicht? Also die Schwierigkeiten, die es anfänglich gab, die haben sich erledigt. Sehen Sie, ich kann mich noch immer erinnern, ich fuhr immer, wenn ich telefonieren wollte, fuhr ich mal in die Glienicker Brücke, da standen dann also irgendwelche Telefonhäuschen, um dort zu telefonieren. Also das war furchtbar. Ja, ja, es war normal. Aber das war meine Erfahrung, der aus dem Westen kam und nicht so genau wusste, wie er jetzt also hier Fuß fassen soll. Wir haben ja in unserem Uni-Magazin ein Interview mit Ihnen beiden, unabhängig voneinander, aber zu den vergangenen 30 Jahren geführt. Und wo Sie die Statusgruppen und das Engagement reklamiert haben, haben Sie gesagt, Herr Schöps, dass um die Zukunft der Universität Potsdam ist Ihnen nicht bange. Nö. Warum nicht? Das sehen Sie. Die Situation heute ist doch eine ganz andere als Anfang der 90er Jahre. Jetzt ist hier etwas gewachsen und das, was man jetzt erfährt, ist Zuspruch. Ich bin jetzt schon lange aus der Universität raus und weiß eigentlich nur noch das, was ich in den Zeitungen lese. Aber die Berichte sind positiv und ich meine, Universitäten entwickeln sich und sie werden sich weiterentwickeln. Und glauben Sie, dass dieses sich verständigen, sich anzunähern, wie Sie das beschrieben haben aus der Anfangszeit, dass es dann tatsächlich gelungen ist? Ja, es ist gelungen. Manches stimmt nach wie vor nicht. Also das hat aber weniger mit den Universitäten jetzt zu tun, sondern mit Wirtschaft und Leitungspositionen. Das stimmt hier schon, dass hier zu wenig Menschen aus dem Osten in führenden Positionen sind. Das ist auffallend. An den Universitäten sieht es etwas besser aus, aber es ist immer noch, das muss man sich genau angucken, wo die Professuren, die besetzt werden, wo kommen die Leute her? Machen wir den Blick noch mal ein bisschen auf über die Standorte der Universität Potsdam hinaus. Die gesamte Region hier, die hat sich ja auch so, hat ein besonderes Klima entwickelt für Forschungsinstitute, für außeruniversitäre Institute, das Moses-Mendelssohn-Zentrum. Also nicht jeder gründet wie Sie so ein Zentrum. Wie würden Sie diese Gemengelage beschreiben? Ist das vielleicht auch ein besonderes Merkmal für die Uni Potsdam, aber auch die ganze Region hier, dass es so viele Forschungskooperationen gibt, so viele unterschiedliche Institute und Einrichtungen, die über Netzwerke und besondere Projekte miteinander verbunden sind? Ja, das ist sicher so. Das Konzept der außeruniversitären Institute war von Anfang an gedacht. Und das war, glaube ich, eine sehr kluge Entscheidung gewesen. Diese außeruniversitären Institute haben der Universität viel gebracht, der Stadt viel gebracht, Brandenburg viel gebracht. Man darf aber natürlich nicht unterschätzen das Problem, die Nähe der Großstadt Berlin. Vieles, was wir damals aufgebaut haben, da waren Doppelungen, da fragte man sich, naja, die FU ist ein paar Kilometer weg, muss das hier dann auch sein? Das sind alles die Fragen, die sich damals schon gestellt haben, wo wir keine richtige Antwort drauf hatten. Die Antwort, die wir hatten, war eigentlich die, Brandenburg ist ein Staat, ein Land, und wir haben gesagt,
Das bedarf drei Universitäten und die drei Universitäten wurden gegründet. Ja, so einfach kann es dann auch mal sein. Was ist Ihr Lieblingscampus, Herr Schüps? Hier, das neue Sehen Palais? Sie, oder nein, nein, das ist natürlich das neue Palais hier. Als ich meine Diensträume bezog und dann rausguckte auf das neue Palais, da sagte ich mir damals, also hier trägt man mich mit den Füßen zuerst raus. Also ich fand das ungeheuer schön. Was wahrscheinlich ein Problem gewesen ist in der Anfangszeit, ist diese Dreiteilung der Universität, also drei verschiedene Campus-Geschichten. Die Universität ist nicht richtig in der Stadt angekommen. Das ist eine Erfahrung, die wir heute wissen. Das hätte man vielleicht anders denken sollen. Also ich hätte mir damals vorgestellt, dort, wo jetzt der Wiederaufbau des Schlosses ist, da hätte ich die Universität hingesetzt. Aber tempi passati ist es vorbei. Damals haben wir das diskutiert, aber dann haben wir das gemacht, was man machen konnte. Dann waren hier flächenfrei, in Golm flächenfrei, na, so war es halt. Naja, und wenn jetzt alle immer von einem Standort zum anderen wechseln, dann verbinden sie irgendwie alle Standorte und vielleicht kommt das studentische Leben dann ja irgendwann auch im Zentrum von Potsdam an. Ja, aber das ist tatsächlich naja, immer noch so ein bisschen sie, das muss man sich sehr genau angucken. Ja. Also studentisches Leben, die Großteil der Studenten wohnt in Berlin und fahren hierher. Verbindungen sind ja vergleichsweise gut. Aber da müsste man noch einiges tun, meine ich, um dieses studentische Leben besser hier zu verorten. Ja, vielen Dank, Herr Professor Schöps. Kommen wir zu dir, Petra. Du bist 1986 hierher gekommen. Wie war das? Ein Kulturschock? Ja. Ich habe das vorhin schon in der kleinen Runde hier erzählt. Ich habe in Greifswald studiert und dann auch in Greifswald schon eine Weile als Hochschulsportlehrerin gearbeitet und kannte eigentlich ein studentisches Leben, so wie man es sich wünscht. Das heißt also, Vorlesungen kann man besuchen, wenn sie wichtig sind. Und wenn der Dozent gut ist, geht man sehr, sehr gerne hin. Ansonsten hat man auch mal eine Ausrede. Also ich sage das mal so ganz salopp. Also es war wirklich ein gutes Studentenleben. Wir haben viel geleistet, aber wir hatten auch unsere Freiheiten. Ich kam nach Potsdam 1986 und es war alles sehr, sehr verschult. Und das ging los bei den Studenten, wie sie sich verhalten haben, wie die Anwesenheiten waren, wie sie dann auch unterrichtet wurden, bis hin zu den Dozenten und Professoren, die im Prinzip auch so dieses Lehrhafte doch mehr hatten. Und für mich war das schon ein kleiner Kulturschock. Silke, das gebe ich ehrlich zu. Ich musste mich daran erstmal gewöhnen. Eine kleine Episode, wenn ich sie erzählen darf, ich war früh morgens um 6 in der Schwimmhalle. Ich hatte Schwimmunterricht mit 20 Studentinnen und von den 20 Studentinnen waren nur 10 da. Und da sage ich, na, wo sind denn die anderen? Na, wir hatten gestern Bergfest. Ich sage, ja, und? Na, die haben gefeiert. Ich sage, und ihr? Nee, wir haben hier Schwimmen. So, also so war das. Also ich hätte gerne, wenn sie mit mir gesprochen hätten, auch mal über dieses kleine Ding hinweggesehen oder wir hätten das nachgeholt, aber so war in Potsdam, ja. Wie war das mit dem Hochschulsport? Also so wie hast du die Transformation sozusagen nicht nur erlebt, sondern dann auch mitgestaltet? Ja, das ging nicht ganz so schnell, was jetzt meine Vorgänger und Gängerinnen schon erzählt haben. Der Hochschulsport war zu DDR-Zeiten ein obligatorisches Fach. Das heißt also, jeder Student musste am Sport teilnehmen, konnte sich zwar ein bisschen raussuchen, was er macht, aber ansonsten hatte er seine, ich habe auch schon Alzheimer, glaube ich, 2 Stunden in der Woche musste er absolvieren, Sport. Dann kam die Wende und das heißt, es war also nicht mehr obligatorisch, sondern freiwillig. Und wir haben nun überlegt, ja, wie machen wir denn das, wenn die Studierenden jetzt freiwillig zu uns kommen sollen? Das heißt also, was bieten wir denn an? Wir hatten zum großen Teil nur die traditionellen Sportarten, Leichtathletik, Turnen, Volleyball, Basketball, Schwimmen, die so gelehrt wurden. Und jetzt war guter Rat teuer, das heißt, wir mussten uns also jetzt erstmal an Trendsportarten orientieren. Das haben wir sehr, sehr schnell getan und haben dann im Prinzip mit einem halben Jahr, wo so ein bisschen die Teilnehmerzahl nach unten ging, dann doch wieder viele aufgefangen. Es hat aber doch noch gar nichts damit zu tun gehabt, was wir heute im Hochschulsport an Teilnehmern wirklich bewältigen pro Woche. Also es war ganz, ganz sanft am Anfang, das waren so an die
wir hatten ja gar nicht mehr so viele Studierende. Wir hatten, glaube ich, 400 Teilnehmer in unseren Sportkursen drin. Das war schon relativ viel damals. Und es ging so langsam peu à peu nach oben. Und die Aufbruchsstimmung war an der Universität auf jeden Fall da, an der Hochschule da, an der Uni da. Aber bei dem Sport hat das ein bisschen länger gedauert, definitiv. Weil Sport kann man ja auch alleine machen, ne? Gibt es ja die Meinung von vielen und die war auch damals in aller Munde. Das heißt, man hatte solche großen Probleme hier zu bewältigen, die wir auch nachvollziehen konnten, dass man sich um uns nicht so sehr erst einmal gekümmert hat oder kümmern konnte. Wir haben es so ein bisschen am eigenen Schlawittchen nach oben gezogen, haben gesagt, wir müssen etwas tun, damit wir unverzichtbar sind, damit wir auch das Gesicht einer Universität sein können. Das heißt also das Fenster, was wir praktisch leisten können. Und durch den Sport kann man ja doch eine ganze Menge an Kooperationen dann hervorrufen. Man kann viele Treffen organisieren, man kann die Sichtbarkeit erhöhen. Und das ist uns so nach und nach gelungen, erstmal den Hochschulsport so zu entwickeln. Und dazu kam noch, dass deutschlandweit der Hochschulsport nicht viel besser war eigentlich als bei uns. Also das kann man für nur die größeren Hochschulen, Universitäten sagen, aber die kleineren, die hatten ähnliche Probleme wie wir. Und es gab dann in den 90er Jahren, als ich auch die Leitung des Hochschulsports dann übernommen habe, gab es Ende der 90er Jahre dann so einen richtigen Schub nach vorne an neuen Trends, die man auch im Hochschulsport anbieten kann, an neuen Entwicklungsmöglichkeiten, wie man zum Beispiel, das war unser größtes Problem, vernünftiges Personal, das heißt also akquirieren kann, die auch stabil im Hochschulsport verortet sind, damit man dann stabile Organisationsstrukturen schaffen kann. Also das kam erst ein bisschen später bei uns. Aber ja, es hat ein bisschen länger gedauert, aber ich glaube, wir sind jetzt, zumindest was den Hochschulsport Potsdam betrifft, bin ich auch sehr stolz drauf, dass wir doch nach wie vor mit einer der führenden Hochschulsporteinrichtungen sind an so einer wunderbaren, schönen Universität. Ja, und das Ärmel hochkrempeln und dann mit Kreativität und Power loslegen, also kann ich mir gar nicht so ganz vorstellen, dass es das mal nicht gegeben hat, aber gerade in deiner aktiven Zeit, wir machen ja auch ganz viel gemeinsam und ja, es ist schön zu sehen, dass das sich immer so weiterentwickelt. Hat. Darf ich dazu vielleicht noch was Kleines sagen? Also man kennt in den letzten Jahren den Hochschulsport als sehr dynamisches Element an der Hochschule. Das hängt aber auch viel mit dem Team Hochschulsport zusammen. Und das Team Hochschulsport konnte sich natürlich auch über die Jahre erst entwickeln. Und so ein junger Geist und gute Ideen kommen natürlich auch erst, wenn ein Team sich so entsprechend zusammengefunden hat. Das ging dann wirklich viel noch später los. Also ich denke mal so 2006 ging das erst dann so richtig, richtig nach vorne und dann aber steil nach oben. Ja, wenn ich das aufgreife, was du jetzt gerade gesagt hast, flexibel, unkompliziert, diesen Geist des Machens, das haben wir ja in der Zusammenarbeit, merken wir das ja auch oft, ob das der Uniball ist oder andere Veranstaltungen, die wir gemeinsam machen. Hat sich da im Laufe der Jahre was verändert? Ist das immer intensiver geworden oder gab es jetzt vielleicht auch irgendwann mal so ein Plateau, was erreicht wurde, wo man gucken muss, wie es jetzt weitergeht? Okay, jetzt hatten wir Corona, jetzt gab es gerade nicht so viele dynamische Veranstaltungen, wo viele Menschen gemeinsam interagieren, aber es kommen ja auch mal wieder andere Zeiten. Also siehst du da Veränderungen in der Entwicklung? Ja. Definitiv gibt es Veränderungen. Also am Anfang, ich nehme nur mal den Uniball, den wir praktisch aus dem Nichts gestampft hatten. Wir haben alles alleine gemacht. Unser Elan war grenzenlos, egal wie viel Zeit da dran gehangen hat. Und im Endeffekt haben wir mit sehr, sehr wenig Geld, aber mit viel Schweiß, mit viel Arbeit und mit wirklich extrem viel Ideen, Basteleien, das alles alleine gemacht. Und man wird ja schlauer mit der Zeit. Irgendwann haben wir gemerkt, das kann man so nicht mehr machen. Das ist auch nicht mehr wirklich professionell. Und an der Stelle haben wir auf jeden Fall einen riesengroßen Schritt nach vorne getan, dass wir also vieles versucht haben zu professionalisieren. Am Anfang war das immer, der Uniball ist dafür nur ein Beispiel. Auch im Hochschulsport, Campus Festival und so gibt es mehrere Dinge, die wir dann einfach professionalisiert haben, weil wir das nicht mehr geschafft haben und weil wir auch irgendwann mal verstanden haben, dass unsere Arbeitskraft, die wir einsetzen, besser eingesetzt werden kann. Dass wir also Leistung auch nach außen geben können. Und damit im Prinzip selber mehr Freiraum für Kreativität haben.
Gleichwohl ist in so einer Aufbruchsstimmung und in solchen Jahren, wo besonders viel zu gestalten ist, ja auch eine besondere Kollegialität oft zu spüren, wo auch Bereiche, die eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun haben, ganz eng zusammenarbeiten und auch auf so einer besonderen Ebene einfach miteinander in eine Richtung ticken. Gibt es das noch, würdest du sagen? Hat sich das verlagert oder ist davon auch ein Stück weit, eben ist das vielleicht ein Stück weit der Preis, wenn etwas auch in ein normales Fahrwasser so langsam gerät, wie die Universität Potsdam jetzt ist, dass es eben auch manche ja, Bereiche dann eben einfach nur noch normal miteinander zusammenarbeiten? Also ich bin ja so lange noch nicht raus, erst seit Januar, aber ich glaube, das hat sich in eine andere Richtung entwickelt, die Kollegialität, die Zusammenarbeit der Kollegen, also der auch über den Hochschulsport jetzt hinaus, an der Universität und darüber. Aber es ist nicht schlechter geworden. Also das ist, Entwicklung gibt es immer, aber es hat sich verändert. Es hat sich zum Professionelleren verändert, aber immer an dem Punkt, wo man darauf angewiesen war, einen Kollegen um Rat zu bitten, weil man selber nicht weiterkam, ist man weitergekommen. Ich kann das für den Hochschulsport wirklich nur sagen, egal wo wir hingekommen sind, wo wir angefragt haben. Ich könnte jetzt extrem viele Bereiche nennen, tue es nicht, weil ich bestimmt jemanden vergesse. Wir wurden immer wirklich mit offenen Armen empfangen und es gab immer einen Rat. Also ich kann nicht sagen, dass die Kollegialität auf dieser Ebene schlechter geworden ist, auf keinen Fall. Und auch die Zusammenarbeit mit der Uni-Leitung, die war ja nicht immer gut. Das kann ich also nicht behaupten, dass das von Anfang an immer so das Gelbe vom Ei war, sondern das war auch am Ende jetzt, als ich dann meinen Staffelstab übergeben konnte an meine Nachfolgerin, sie sitzt übrigens da hinten. also das war immer, die haben uns immer unterstützt. Das war also so, wie man sich das vorstellen kann und das hat uns sehr geholfen. Und die Studierenden? Also ja. Wie hat sich das so, ist das immer gleich geblieben, das Verhältnis oder auch die Kultur der Studierenden? Oder hat sich da auch was verändert aus deiner Sicht? Das würde ich sagen, hat sich nicht unbedingt so zum Positiven verändert. Also ein Student, der heute an unseren Veranstaltungen zum Beispiel teilnimmt, der ist viel neutraler, was die Teilnahme betrifft. Also der hat nicht mal so eine emotionale Bindung vielleicht an die Gruppe oder an einen bestimmten Kurs oder an bestimmte Personen. Die wollen sich etwas aussuchen, die bezahlen dafür und dann gehen sie hin. Das hat sich wirklich verändert. Dieses Gruppengefüge war mal da, aber ich glaube, das ist auch eine Sache, die man heute kaum noch herstellen kann, weil doch die Strukturen an der Hochschule auch wieder andere sind. Mal studieren sie an diesem Campus, mal am anderen, dann wieder dort. Also sie müssen sich ja auch ihr Leben irgendwo basteln. Das ist alles verständlich. Was ich mir allerdings an der Stelle ein bisschen mehr wünschen würde, es gibt ja manchmal auch so Dinge, wo man gemeinsam um eine Sache kämpfen muss. Und da haben wir festgestellt, dass wir eigentlich nicht so sehr mit den Studierenden rechnen können, wenn wir um ihre Interessen praktisch uns bemühen und dann auch mal ihr Wort an der richtigen Stelle brauchen. Das ist eine Sache, die ich sehr schade empfinde und die sich wirklich bemerkbar oder merklich verschlechtert hat. Ja, vielen Dank, Petra. Herr Köhn, ich fand das nett, als Sie gesagt haben, die sozialisierte Altlast. Sind Sie sich sicher, dass die hier auf dem Podium auch einen Part bekommen soll? Ja, in jedem Fall. Beschreiben Sie doch mal, wie Sie das gemeint haben. Ja, erstmal schönen Dank für die Einladung. Ja, das war natürlich ironisch gemeint. Aber in jeder Ironie steckt ja auch ein Körnchen Wahrheit. Das muss man einfach so sagen. Und ich habe ja nun, da ich an der PH schon tätig war, ja den Wendeprozess hier komplett miterlebt, mit allem Für und Wider. Und es gab natürlich schon auch, gerade der Mittelbau war ja das große Thema hier, das muss man einfach so sagen. Das wissen vielleicht viele nicht, aber wir hatten ja, also der Mittelbau hatte ja im Prinzip alle feste Stellen gehabt. So etwas gibt es ja an den anderen Universitäten, gab es ja so etwas nicht. Und das war natürlich für die Professoren, die jetzt aus den alten Bundesländern kamen, etwas, womit sie gar nicht so recht umgehen konnten. Und da fiel auch mal das Wort Altlast. Das ist halt so. Ne?
Ich finde, im Leben sollte man immer alles ein wenig mit Humor nehmen und positiv umdeuten. Und das habe ich damit getan. Also klar, wir sind in der DDR sozialisiert und haben natürlich also Herr Schöps hat es ja vorhin sehr schön dargestellt, haben ein anderes Vokabular benutzt, ne, andere Sichtweisen gehabt. Aber ich glaube, dass wir letztlich gut zusammengefunden haben. Denn heute spielt das eigentlich keine Rolle mehr. Und es konnte man sich damals nicht vorstellen, dass sich das mal so entwickelt. Aber ja, das ist eigentlich eine sehr positive Sache. Das kann man so festhalten. Sie sind ja vor allem für Technik zuständig. Wie hat sich denn die Rolle von Technik jetzt wirklich über den längeren Zeitraum betrachtet gewandelt? Was lief gut, was lief vielleicht nicht ganz so gut? Ja, vielleicht gehen wir mal noch einen Schritt zurück. Ich komme ja eigentlich aus der Geschichte und Professor Schöps war ja damals der Gründungsbeauftragte für das Historische Institut und ich war einer der Mitarbeiter und es war ja klar, es gab eine Strukturkommission, es wurde eine Struktur festgelegt und es war klar, es gab eine bestimmte Anzahl von Professuren. Die Mitarbeiter, die geeignet waren, wurden übernommen. Da wurde wirklich im Prinzip niemand entlassen, es sei denn, es war etwas wirklich Schwerwiegendes. Das muss man auch mal so deutlich sagen. Trotzdem reichten die Stellen nicht aus und es gab dann verschiedene Angebote. Und ich persönlich hatte schon zu DDR-Zeiten begonnen, forschungsgeleitet Massenquellen, historische Massenquellen zu analysieren und auszuwerten. Bin zu unseren Computerexperten an der PH gegangen und habe gesagt, Mensch, ich mache hier Strichliste, geht das nicht irgendwie anders, ne, um da irgendwas zu analysieren. Ja klar, und die waren ganz begeistert, weil also es gab auch in der DDR schon Rechentechnik. Ja. Und die waren ganz begeistert, völlig neues Gebiet und ja, und so bin ich dann mit der IT in Kontakt gekommen. Und 90, also Mauerfall, und das muss ich auch nochmal sagen, ich antworte jetzt nicht auf Ihre Frage, das kommt aber noch, das war eigentlich mit politisch die schönste Zeit in meinem Leben. Das war natürlich, Strukturen sind weggebrochen, vieles gab es nicht mehr. Es herrschte auch ein wenig Anarchie, das muss man mal so sagen, ne? Das ist völlig klar. Aber wir als junge, damals noch sehr dynamische Mitarbeiter, und wir haben das genossen, wir haben Skripte geschrieben, wir haben Curricula aufgestellt, haben überlegt, wie wir das umbauen können, neue Strukturen überlegt. Das ist dann sukzessive wieder zurückgefahren worden, um das sozusagen in vernünftige Bahn zu lenken. Aber das war wirklich eine tolle Zeit, das muss ich einfach so sagen. Will ich auch nicht missen. Und ja, das haben wir vielen anderen voraus, so etwas mal mitgemacht zu haben. So oft passiert das ja nicht. Und ich persönlich, mir war dann klar, ja, in der Geschichte wird das sicherlich für mich schwierig. Und ich bin noch 90 an die Freie Universität gefahren, habe dort Computerkurse besucht, war dann sozusagen hier der Einäugige unter den Blinden und habe dann angefangen, bei den Historikern Computerkurse zu geben. Und es gab eine große Hilfsbereitschaft, auch von den Kollegen der FU. Die haben uns dann Rechner mitgegeben. Die waren natürlich älter, das ist klar, aber kein Problem, haben wir mitgenommen, hier aufgebaut. Da gab es auch viel Eigeninitiative, ne? Ohne dem geht es halt nicht. Und dann habe ich die Kollegen im Historischen Institut zusammengenommen, also wer wollte, ne? Und dann habe ich dort den Textverarbeitung beigebracht. Wie gesagt, was ich die Woche zuvor gelernt habe, habe ich dann direkt weitergegeben. Und so bin ich dann sozusagen in die IT-Welt immer mehr hineingekommen. Und es wurde dann ein neues Rechenzentrum gegründet und dort habe ich mich dann beworben. Und die Kollegen in der Geschichte waren dann ganz froh, dass sie wieder einen aus dem Mittelbau los hatten. Und bin dann sozusagen in das damalige Zentrum für Informationsverarbeitung und Kommunikation gegangen, ZEIG. Das wurde 1993 gegründet. Und habe dort erstmal IT-Ausbildung gemacht. Ja, und dann kommt man immer mehr in die Berührung mit der IT und so hat sich das dann hier weiterentwickelt. Ihre Frage, was die Technik gebracht hat, da muss ich auch eine kleine Geschichte erzählen. Das war 1993, da kam ein Student zu mir. Ja, Mensch, Herr Köln, gucken Sie mal. Computer, die waren auch schon vernetzt, das gab es schon. Und der hat dann einen Browser geöffnet, der hieß Mosaic. Und da hat er mir das vor 2 Jahren in etwa entwickelte World Wide Web gezeigt. Und hat Verbindung aufgebaut zu
einer Universität in der Schweiz nach Amerika. Und das war für mich ein unglaubliches Aha-Erlebnis, weil sofort klar war, dass die Informationsverarbeitung, die Informationsbeschaffung wird sich damit radikal verändern. Und es gab noch nicht Social Media oder sowas, davon war noch gar nicht die Rede. Aber wie man mit Informationen umgeht, wo man sich Informationen herholt, wie man sie auch austauscht, das war zunächst erstmal ja einzig und allein von den Wissenschaftlern vorangetrieben. Das war uns sofort klar, das ist etwas, was großartig ist. Und da sind wir auch sofort reingegangen. Und wir waren dann diejenigen, die dann auch die ersten Webseite für die Stadt Potsdam gemacht haben. Das weiß heute niemand wer, aber die Potsdam hat uns dann gefragt, die Stadtverwaltung. Wie gesagt, wilde Jahre, ne? Da war vieles möglich. Und das haben wir dann einfach mal so gemacht. Ne? Und das wurde natürlich dann später alles professionalisiert. Ne? Das wurde ja vorhin auch schon gesagt. Aber das war schon auch eine schöne Aufbauzeit. Der Informationsaustausch, der hat sich radikal verändert. Und sicherlich, gerade jetzt mit Social Media, spürt man natürlich auch immer so viele negative Seiten, ne? Die es natürlich auch gibt. Und ich habe da allerdings auch keine Lösung. Ne? Wenn es also jetzt mit den Shitstorm oder was auch immer so passiert. Da kann man nur in seinem Bereich mit dafür sorgen, dass man dem auch offensiv entgegentritt. Also man darf sich das nicht gefallen lassen. Da bin ich ganz klar dafür. Da muss man auch etwas dafür tun. Ansonsten haben wir jetzt hier an der Uni seit ein Vierteljahr mittlerweile eines der modernsten Datennetze. Also wir haben hier eine 100 Gigabit pro Sekunde Verbindung zwischen den drei Standorten. Was anderes haben die Berliner Unis auch nicht. Also da ist wirklich sehr viel auch im Hintergrund passiert. Und auch deswegen konnten wir die Pandemie ja insgesamt so gut bewältigen. Aber wahrscheinlich habe ich jetzt schon zu viel vorgegriffen. Ja, aber also sozusagen dahin zielte die Frage ja auch, also bis in die Gegenwart, genau. Und darüber hinaus. Also als Sie das jetzt eben so beschrieben haben mit dem Internet, ich musste auch noch so dran denken, wie das war mit diesen Modems, um sich eine Mail zu schreiben. Und dann piepste dieses Modem irgendwie minutenlang und dann erst war die Verbindung. Dann hat man schnell diese Mail abgeschickt und sich gleich wieder ausgewählt, weil das sonst alles so teuer war. Und das dauerte immer alles und Bilder und viele Daten zu übertragen, das ging alles gar nicht. Also da hat sich ja jetzt auch dann gerade in den letzten Jahren, in der jüngeren Vergangenheit nochmal unheimlich viel getan. Also deshalb mit diesem Feuer auch letztendlich für die Technik und den Möglichkeiten, die damit zusammenhängen, wie Sie das so beschrieben haben, würden Sie es also genauso wieder machen? Also, oder haben Sie manchmal bedauert, dass Sie sich von den Historikern so ein bisschen entfernt haben? Ach ja, also die Forschung habe ich schon ab und zu mal vermisst, das muss ich schon sagen, weil das nochmal einfach auch ein anderes Denken ist, ne? Wo, wenn man da so reingeht. Aber ich bin ja mal irgendwann Rentner, vielleicht fange ich dann wieder an, ich habe keine Ahnung. Das habe ich schon ein bisschen vermisst, ja, weil das war auch, die Zeit der Forschung war schon auch eine sehr interessante, spannende Zeit für mich. Jetzt macht man natürlich mehr Verwaltung, aber nein, ich will das, auch das macht mir Freude und das will ich auch nicht missen. Und ich finde auch, wir sind im ZIM auch wirklich, glaube ich, alles in allem ein gut zusammengeschweißtes Team und stehen füreinander ein. Also so wie das Frau Bischof vorhin auch schon gesagt hat. Also da gibt es auch wirklich einen sehr großen kollegialen Zusammenhalt. Das hat sich auch über die Jahre nicht verschlechtert und im Gegenteil. Also wir hätten sicherlich die Pandemiezeit, die ja vor einem guten Jahr begann, mit dem enormen Arbeitsanfall, ne, innerhalb von wenigen Wochen, ne, musste ja vieles aus dem Boden gestampft werden. Online über Nacht hat Herr Zimmermann die Überschrift seinerzeit festgelegt. Das hätten wir nicht geschafft, wenn es da nicht so eine Hilfsbereitschaft und auch so eine Autonomie. Das ist mir auch als immer sehr, sehr wichtig, dass man den Mitarbeitern auch die, ich sag mal salopp, die Luft zum Atmen lässt. Ne? Also man muss auch die Kreativität füttern, ne? dass man die Leute auch machen lässt. Und da passieren mal Fehler, okay, da redet man drüber, dann geht es aber weiter. Ne? Und das finde ich, da sind wir sehr gut aufgestellt. Und das macht mir große Freude. Deswegen habe ich ja vor einem Jahr auch gesagt, ich bin jetzt seit einem guten Jahr Leiter des ZIM. Und das war auch mit eines der Hauptgründe, dass ich gesagt habe, ja, ich steige hier nochmal ein. Kurz vor, in meinen letzten Arbeitsjahren, ja.
Gibt es bei Ihnen auch einen tollsten Moment in den vergangenen Jahren der Universität Potsdam? Na, einen hatte ich ja vorhin schon geschildert. Diese Erkenntnis mit dem World Wide Web. Ja, es gab viele kleine, tolle Momente. Also was für uns nochmal sehr wichtig war, was auch nicht der Moment, sondern ein längerer Zeitraum war, als sozusagen die restriktive Sparpolitik, die ja wirklich viele, viele Jahre hier vorherrschte, dass als die sozusagen aufgelöst worden ist und der Präsident mal irgendwann zu uns sagte, Leute, ihr müsst eure Mentalität ändern. Ihr denkt immer nur, wo ihr sparen könnt. Ihr müsst auch mal überlegen, wie kann man mit sinnvollem Einsatz finanzieller Mittel hier die Dinge voranbringen. Und das war für mich, auch für uns nochmal sehr, sehr wichtig. Also wir konnten in den letzten anderthalb Jahren, haben wir 15 neue Planstellen bekommen. Und das ist natürlich schon, das war notwendig. Also wir konnten damit erstmal jetzt wirklich die Dienste, die wir aufgebaut haben, vernünftig absichern, auch personell absichern. Aber das war für mich auch nochmal eine ganz, ganz schöne Erfahrung, dass sich das so gedreht hat und wir und auch die Universitätsleitung da so dahinter stand. Super, vielen Dank bis hierher. Jetzt würde ich sagen, es ist jetzt ungefähr 17 Uhr, dass ich gerne hier öffnen möchte für Fragen, Anmerkungen an meine Gesprächsrunde oder ein Statement. Und dann, wie gesagt, falls im Chat es Fragen gibt, dann werde ich die ja über Matthias dann übermittelt bekommen. Aber Sie haben den Vortritt. Matthias. Soweit ich weiß, gibt es aus dem Chat noch keine Fragen, aber ich habe auf jeden Fall eine. Das Tolle ist, Sie alle vier kennen die Uni quasi mehr oder weniger vom ersten Tag an. Und da habe ich mich gefragt, eine Frage an alle vier. Sie haben es so unterschiedlich schon ein bisschen anklingen lassen, dass es die Anfangszeit hat einen bestimmten Charakter und die Petra hat auch schon gesagt, dass die Studenten heute sind anders als früher. Ich habe so ein bisschen rausgehört, die können nicht mehr feiern. Jetzt die Frage an alle, gibt es denn in den Bereichen, in denen Sie jeweils tätig waren, wieso Generationen und wie waren die oder wie sind die? Also wie war, Herr Schöps, wie waren die Anfangsprofessoren? Kam dann irgendwann eine neue Generation? Wann fing das an? Und eben auch so für alle anderen jeweils in Ihrem Bereich. Und was macht das dann mit der Arbeit? Ja, fangen Sie ruhig an, machen wir so rum sozusagen. Ich muss schon sagen, hallo, bin ich zu hören? Ja, der Wind ist nur ein bisschen. Ja, aber der Wind. Ja, es gibt verschiedene Studentengenerationen, ganz klar. Also es gab mal, also die Studentengeneration in der Wende, die war sehr rebellisch und auch aufmüpfig. Ne? Die schon zu DDR-Zeiten in den letzten Semestern gab es hier schon mehr Bewegung, als man vielleicht nach außen hin von der roten PH erwarten konnte. Das ist bloß halt nicht so bekannt. Da gab es schon viele Initiativen. Und ja, und dann mussten sich erstmal alle finden. Aber so, ich glaube, das war so um 2000. Vielleicht weiß das Frau Sendig noch ein bisschen besser. Da gab es mal wirklich ein paar Generationen, die sehr, sehr rebellisch waren. Da gab es Studentenstreiks, da gab es Demonstrationen in der Stadt Potsdam. Das zog sich so in etwa hin bis vielleicht 2010. Seitdem ist das wieder ruhiger geworden. Ne? Man hat sich vielleicht auch, warum auch immer, es gab nicht mehr so viel Anlass zu demonstrieren. Es war dann wieder etwas ruhigeres Fahrwasser. Es waren natürlich auch die Jahre, wo viel gespart worden ist. Also da gibt es natürlich Unterschiede, ganz klar. Frau Sendig? Ja, kann ich soweit erstmal zustimmen, dass die Studis kurz nach der Wende, also auch sozusagen zusammen übrigens mit den Mitarbeitern, denn auch die Mitarbeitergeneration hat sich verändert, zusammen mit den Mitarbeitern doch ein bisschen den Aufstand manchmal probten, was ich sehr gut fand. Und dass sie jetzt stärker eingebunden sind sozusagen in einen Konsens, der da heißt, schnell
durchkommen, Karriere machen und nicht an der falschen Stelle schon anfangen, sozusagen mir meinen Lebenslauf zu versauen, um es mal so auszudrücken. Dass die Mitarbeiter auch ein bisschen anders drauf waren nach der Wende, hängt auch mit Folgendem zusammen. Wir haben ja in Potsdam als einzige Universität so viele, Sie haben es auch gesagt, Mittelbauvertreter gehalten. Das hing mit einem Punkt zusammen, der uns gut geglückt ist. Und das ist vielleicht auch etwas, wo ich auch stolz drauf bin, neben dem, was ich erzählt habe. Und zwar, es gab damals unter Hinrich Enderlein als dem Wissenschaftsminister ja ein neues brandenburgisches Landeshochschulgesetz. Und da gab es einen sogenannten Übergangsparagraphen. Und der hieß hauptberuflich, ich habe mir es mal rausgeschrieben, weil es manchmal gut, man guckt auch mal auf den Wortlaut, hauptberuflich tätige Angehörige des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals verbleiben in dem Arbeitsverhältnis, das vor Inkrafttreten dieses Gesetzes galt. Allerdings können nach Maßgabe ihrer Eignung, des Bedarfs und so weiter auch übernommen werden in ein neues Arbeitsverhältnis. Und da haben wir hier in der Uni Potsdam geschafft, dass wir die Kollegen davon überzeugt haben oder sie sich gegenseitig überzeugt haben, lieber im alten Arbeitsverhältnis zu bleiben, weil das war unbefristet. Und das war nur in Potsdam so. In Cottbus haben die alle sich sehr steil auf einen Westvertrag geschmissen und der war nach 3 Jahren aus, weil das alles befristete Verträge waren. Und unter diesem Vorzeichen waren die Kollegen natürlich auch ein bisschen freier, sich sozusagen entsprechend zu engagieren, denn es konnte ihnen nicht so viel passieren. Das ist dann tatsächlich auch so gewesen. Also von den Kollegen, die übernommen wurden, die in dem alten Vertrag blieben, sind eine ganze Menge, die ich nennen könnte. Einige sitzen jetzt auch hier, die durchaus ihre eigenen Ideen versucht haben durchzusetzen. Und das ist schon wirklich so gewesen. Und auch die Studierenden haben stärker zusammengehalten, könnte man vielleicht sagen. Das ist jetzt zerflattert jetzt sozusagen in lauter Einzelheiten und jeder ist Kämpfer für sich selbst. Das hängt natürlich auch mit dem ganzen System zusammen. Und die jüngeren Mitarbeiterinnen, würden Sie sagen, das ist dann eine neue Generation, yeah, wo es eben dann auch befristete Arbeitsverhältnisse gibt und so? Also Befristung ist durchaus ein Damoklesschwert, was auch viele über sich fühlen. Und also wenn ich immer noch mich engagiere in gewerkschaftlichen Zusammenhängen, dann zum Beispiel in der Kampagne Frist ist Frust, weil ich wirklich finde, dass man auf diese Weise die besten Köpfe sozusagen einfach dadurch, dass die Befristung ausläuft und jemand anders wieder ran muss, der dann auch wieder von vorne anfängt, dass man da die besten Köpfe verprellt. Und also Befristung ist schon ein Disziplinierungsgrund, der bei vielen auch gewirkt hat. Das würde ich so sagen. Mhm. Ein Sachverhalt muss nochmal deutlich gesagt werden. Wir hatten das Problem bis 94 ungefähr. Mhm. Geld spielte keine Rolle. Und dann kamen hier harte Einschnitte. Ja. Und das war unser eigentliches Problem gewesen dann. Dass wir dann also nicht wussten, wie kommen wir darüber weg. Wir dachten am Anfang, es ist ein ökonomisches Problem. Irgendwann wird sich, also nach 10, 15 Jahren, wächst sich alles aus. Das war die Vorstellung, die wir hatten. Das muss man einfach nochmal der Ehrlichkeit halber sagen. Stimmt. Aber jetzt vielleicht nochmal zu den Studenten. Und Professorinnen und Professorenkollegen und den Generationen. Naja, die Studenten. Also wissen Sie, wir hatten unsere Studienzeit war eine komplett andere, viel freier als heute. Die Verschulung der Studiengänge heute, ich halte das für eine Katastrophe. Aber wie gesagt, ich bin aus der Geschichte raus, aus diesen ganzen Sachverhalten. Nur das freie Studium, wie wir es kannten in früheren Jahrzehnten, das war etwas komplett anderes. Und ich bedauere heute viele Studenten,
dass sie in diese Strukturen hineingepresst werden. Ich würde, also zum Beispiel, ich habe nie verstanden, warum man diese ganzen, Studiengänge jetzt, also muss jetzt das alles Master und Diplomstudiengänge war wunderbar. Man hätte auch die Zwischenprüfungen früher, so schlecht waren die gar nicht, hätte man sagen können, das ist, hätte man einen Abschluss gegeben. Was jetzt da ist, finde ich eine Katastrophe. Aber es ist eine andere Sache. Und wenn Sie nochmal so in Ihre, die Professorenschaft, mit denen Sie damals über die Jahre zu tun hatten, also um die Frage von Matthias Zimmermann aufzugreifen, gab es da auch so bestimmte Wellen von Typen oder Charakteren, die... Die gibt es immer, nicht? Also Professoren ist sowieso ein schwieriges Kapitel. Aber so Generationen, also dass die Jüngeren sozusagen, jetzt haben wir ja viele Tenure-Track-Professorinnen und Professoren, könnte man ja auch sagen, die sind vielleicht auf einer bestimmten Art und Weise auch irgendwie eine Gruppe und verhalten sich in vielen Dingen ähnlich, vielleicht auch nicht. Aber gab es das so in Ihrer Zeit auch, so bestimmte Einschnitte, oder würden Sie sagen, alle individuell? Natürlich hatten wir diese ordinarien Strukturen, die wir abgelehnt haben, klar. Aber wir wussten, aber wir wussten aber, wogegen wir waren. Ja. Und da hat sich ja seit den Mitte der 60er Jahre enorm was bewegt. Ob alles zum Besseren gegangen ist, weiß ich nicht. Aber Bewegung war jedenfalls vorhanden. Also eins kann man vielleicht ergänzen, was die Unterschiede betrifft. Das Erste, was Kolleginnen beginnen vor allen Dingen aus den alten Bundesländern machten, wenn sie hierher kamen, war zu gucken, ob sie sich nicht ein bis zwei Kinder leisten konnten, die sie zu Hause nicht gehabt hätten. Also das war ein wirklicher Einschnitt, und das kann ich an vielen Beispielen zeigen, dass dort plötzlich die Möglichkeit auch genutzt wurde, wo man vorher gesagt hat, Akademikerlaufbahn, naja, das ist im Grunde genommen die Kinderlosigkeit vorprogrammiert. Und das hat schon deutlich was gemacht, auch im Kollegium, weil man sich dann austauschen konnte mit den Kollegen aus dem Osten, die dann auch in der Regel ein bis zwei Kinder hatten, weil das einfach dazugehörte, das leistete man sich. Und das war ein großer Unterschied. Der schwappte auch auf die Männer über. Also wir haben auch, ich kann auch Beispiele erzählen, wo männliche Professoren dann gesagt haben, ich muss jetzt um vier gehen, ich muss mein Kind aus dem Kindergarten holen. Ja, und okay. Lauter solche Sachen, die sind sozusagen, die haben wir ihnen beigebracht, könnte man sagen. Das war schon ein deutlicher Unterschied. Den finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ja, interessanter Aspekt. Finde ich sehr wichtig. Du vielleicht auch noch zu den verschiedenen Generationen möglichen. Ja, in deinem Umfeld. Matthias hat mich ein bisschen provoziert mit dem Feiern. alles andere wurde schon gesagt und ich kann vielem nur zustimmen. Aber ich würde mir wünschen, dass man wieder ein bisschen mehr an der Hochschule auch feiert, das, was man geleistet hat und worauf man zusammen gemeinsam stolz ist. Dass das Feiern wirklich irgendwo nicht zu kurz kommt. Dieses Offene, dieses Freie, dieses Ungezwungene. Also da würde ich mich wirklich freuen, wenn man wieder mal Mut hat, in diese Richtung zu gehen und zu sagen, ja, das ist gut, wenn wir das machen. Und nicht, oh, die haben schon ja gefeiert. Sondern genau andersrum würde ich sehen, dort, wo Menschen zusammen sind, wo sie zusammen etwas, wo sie lachen, wo sie gemeinsam reden, tanzen, dort passiert immer was Gutes. Und da kommen auch kreative Dinge dann zustande. Ja. Also ich muss jetzt mal eine Lanze für die Studenten sprechen. Wir haben ja nun ziemlich über die Studenten geschimpft, dass sie sich zu wenig aktiv sind und zu wenig feiern. Ja, es ist ja kein Student hier, ne? Oder ist hier ein Student, der, ja, ich weiß nicht, ob Sie jetzt was, also ich weiß nicht, ob das so stimmt, was wir da gerade so gesagt haben. Also was ich so mitkriege, da wird schon gefeiert, es wird bloß anders gefeiert als in anderen Zusammenhängen, als vielleicht wir das gewohnt waren. Und jetzt hat man natürlich auch anderthalb schwierige Jahre, ne? Das ist auch klar. Aber ich kann mir schon vorstellen, der alte Studentenkeller, den ich ja noch als verrauchte Spelunke kenne, also wenn das jetzt wieder in Betrieb geht, dann wird da auch wieder mehr studentisches Leben einkehren. Also ja, ich denke schon. Und was die Initiativen betrifft, das war eigentlich schon immer so. Dass es gab ein paar Aktive, das war auch schon vor 50 Jahren so, die was gemacht haben, die was bewegen wollten. Und das ist heute auch nicht viel anders. Und wir haben jetzt versucht, ein bisschen
wobei die Initiative auch von beiden Seiten ausging, mit dem ASTA Kontakt aufzubauen. Das ist für mich auch schon wichtig. Und ich kann da nur sagen, das sind alles tolle junge Menschen, die sich engagieren, die was bewegen wollen und die Ideen haben. Ja, alles können wir nicht umsetzen, aber das hat mir schon gut gefallen, das muss ich sagen. Ne? Also insofern, da gibt es da schon viele, die sich auch engagieren. Und sicherlich ist es in den manchmal auch nicht so einfach. Wahrscheinlich auch gibt es hier und da auch persönliche Probleme, was so die Finanzierung betrifft des Studiums. Aber alles in allem würde ich da nicht so kritisch drauf gucken wollen. Ja, und auch also, wir haben auch an die Studierenden gedacht und werden auch in einer Gesprächsrunde, das ist dann aber eher die so ein bisschen in die Zukunft blickt, auch eine Studentin sozusagen auf dem Podium haben, um auch so ein bisschen dann direkt zu hören, was denen so unter den Nägeln brennt. Und klar, das darf natürlich in so einer Gesprächsrunde nicht fehlen. Das wollte ich nur noch schon mal so einflechten lassen. Wenn ich ergänzen darf, aus gewerkschaftlicher Sicht, also wir haben tolle Studenten in der Hochschulgruppe der Gewerkschaft, die sind deutlich politisierter, als sie früher waren. Also um auch mal das Gegenteil von dem zu sagen, was so allgemein. Die sind deutlich politisierter, die sind kampagnefähig. Und die sind sehr genau und sehr, sehr strikt in ihren Vorstellungen, wie es sein muss. Das muss man auch sagen. Insgesamt, sage ich mal, sind die Studenten, und das Jammern, dass die Studenten schlechter geworden sind, da kann ich nicht einstimmen. Kann ich wirklich nicht einstimmen? Nein. Ich habe euch auch gar nicht jetzt kritisieren wollen für das, was er sagt. Das habe ich ganz allgemein gesagt. Ne? Aber dieses ewige Studieren habe ich jetzt auch sehr stark kennengelernt in den verschiedenen Diskussionsräumen, die eher mit Leuten aus dem Westen besetzt sind. Also Studieren als Lebensform bis jenseits der 40 finde ich dann doch übertrieben. Und würde ich nicht, vom Lifelong Learning abgesehen, also da, so gesehen bin ich nach wie vor Student, aber das ist ja was anderes. Genau, es gab eine Frage, das Mikrofon ist schon auf dem Weg zu Ihnen. Oh, es wird jetzt warm hier. Wenn die Sonne so rauskommt. Ich habe eine Anmerkung und eine Frage. Ich würde vielleicht die Anmerkung oder den Hinweis vorab stellen. In genau 2 Wochen wird auch eine Veranstaltung im Rahmen des Jubiläums über die Studierendenschaft im Umbruch von der Uni-Gesellschaft aus veranstaltet. Und da gehen wir dem dann auch nochmal sehr auf den Grund, wie politisch oder auch wie alltäglich das Studentenleben hier vor Ort war, Studierendenleben. Meine Frage vielleicht noch, es wird ja jetzt auch erwähnt, oder es war auch schon bei 25 Jahre Uni Potsdam immer die Rede davon, dass die Universität ja gar nicht wegzudenken mehr ist eigentlich, aber das war ja auch nicht immer so. Ich wollte Sie mal alle fragen, da gibt es ja nun einerseits den riesigen Ort Berlin mit der FU vor allem, also ich denke da nur an diese Überlegung damals zur Fusion der beiden Bundesländer, aber auch vielleicht ganz am Anfang der Universität, da mit der Gründung der Viadrina, ob Potsdam nicht auch irgendwo Glück gehabt hat, damals bestehen zu können. Ich hätte mich einfach mal Ihre Erfahrung oder Ihre Erinnerung daran interessiert. Also, was wir uns damals gedacht haben, ein Land mit wie viele Einwohner hat, also zwischen 2 und 3 Millionen, Brandenburg, 3 Universitäten, also pro 1 Million eine Universität. Das war so die... Die Messlatte. Ja. Andere Länder haben es auch so gemacht, mehr oder weniger. Das war auch richtig so. Sie glauben aber nicht, wie groß die Widerstände waren. Es ging natürlich immer um Geld. Kann man das, geht das und so weiter? Ist das nicht wichtiger, das Geld woanders hinzuschaufeln? Und insofern können wir alle zufrieden sein, wie das hier in Brandenburg gelaufen ist. Entschuldigung, dann bist du erst mal dran. Ja, also ich glaube, für den Standort Potsdam, weil das ja gezielt nachgefragt wurde, war es ganz, ganz wichtig, dass man die 3 Standorte, Griebnitzsee mit der Akademie für Staat und Recht und Golm mit der Juristischen Hochschule,
die sogenannte Stasi-Hochschule, dass man diese Standorte 90 gesichert hat und in der Brandenburgischen Landeshochschule zusammengeführt hat. Weil dieser Standort, wo die PH war ja nur hier ansässig, dieser Standort wäre alleine nicht lebensfähig gewesen. Also das war eine ganz entscheidende, weise Entscheidung damals von den Verantwortlichen. Und ansonsten glaube ich, man hat damals auf Medizin verzichtet als ein sehr teurer Studiengang. Das wird jetzt ja wieder ein bisschen verändert. Man muss sehen, wie sich das in Cottbus und mit der Fakultät für Gesundheitswissenschaften dann weiterentwickelt. Aber ansonsten glaube ich, ja, war das völlig richtig. Und das Land muss ja auch die eigenen Landeskinder schulen können. Also das ist doch eine Investition in die Zukunft, wie man so ein bisschen salopp sagt. Aber da gab es keine Alternative, aus meiner Sicht. Aber es war ja auch interessant, in der letzten Gesprächsrunde am Griebnitzsee hat Professor Musil so ein bisschen erzählt, wie das mit der juristischen Fakultät war und der Idee, dass man die eigentlich in Potsdam einstampft. Das gab dann auch noch mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür, wie manchmal dann doch auf Messers Schneide es dann vielleicht war und mit den richtigen Leuten und dem richtigen Engagement an der richtigen Stelle konnte man das dann doch abwenden. Ne? Was die Juristen angeht, es war in der Tat so, dass damals argumentiert wurde, wieso brauchen wir hier Juristen, wenn 10 Kilometer weiter die FU ist mit Juristen. Dann haben wir immer argumentiert, naja, wir sind ein Bundesland, ein eigenes, und wir brauchen eine eigene Juristenausbildung. Und das hat sich durchgesetzt, aber war auch richtig. Ja, da möchte ich anknüpfen. Das war wirklich damals auch die Argumentation. Wir waren ja vorher Bezirk Potsdam und da wurde immer gesagt, naja, entweder macht Berlin das mit oder Magdeburg macht das mit. Und plötzlich war die Emanzipation auch des Bundeslandes wichtig. Und das war, glaube ich, bei aller Kritik an manchen Einzelentscheidungen war unumstritten, dass man gesagt hat, dieses Bundesland muss sich etablieren, auch als ein Hochschulstandort. War übrigens auch Glück dann für die Uni Potsdam oder für die Vorgängereinrichtungen, weil wir da gesagt haben, konnten, wie anderswo nicht, möglichst erstmal alle behalten und dann später mal gucken, ob man alle wirklich braucht. Und das ist ja in Sachsen, wo ich studiert habe, sind ja also meine ehemaligen Dozenten und so, die sind ja alle weg gewesen vom Fenster, alle. Ja? Und die ganze PH ist dort dann geschleift worden und so weiter. Das war aber hier, glaube ich, Konsens. War Konsens zu sagen, das muss sein. Und die medizinische Einrichtung, die wir jetzt so mühsam dazu, das ist ein Thema für sich, da kann man sehr lange drüber reden, sehr kontrovers, können wir uns vielleicht hier an dieser Stelle sparen. Herr Bremer hatte auch noch eine Frage. Ja, geht das so? Also zunächst mal freue ich mich, dass ich hier sitzen darf. Hier, wo ich vor 30, 40 Jahren auch schon gesessen habe, da sah einiges ein klein wenig anders aus. Von der Sache her war es dasselbe. Da war dieses vor 70 Jahren noch eine totale Trümmerlandschaft, sollte abgerissen werden. Da gab es diese neue Mensa mit den ganzen, der gesamte Block gab es alles nicht. Und darum sollte man nicht vergessen, diejenigen, die das hier alles aufgebaut haben, nach dem Krieg unter für heute nicht mehr vorstellbaren Bedingungen, dass man die auch mal erwähnt. Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum die Universität heute, in den letzten 20 Jahren, die Hochschule, die pädagogische Hochschule mit ihren Leistungen völlig verleugnet. Verleugnet, nicht nur vergisst. Und das Problem besteht darin, nach meiner Ansicht, dass man wirklich völlig falsche Vorstellungen von der pädagogischen Hochschule, die eingeweiht worden ist als Universität laut damaligen Ministerpräsidenten und die auch durch das kluge Handeln vom Ministerpräsidenten Manfred Stolpe und Dr. Heinrich Enderlein, der vieles gemacht hat. Ja. Aber was überhaupt nicht gelungen ist in den gesamten 30 Jahren, ist zu verstehen, zu akzeptieren von denjenigen, die heute das Sagen haben, die ja alle anderen ehemaligen dann mehr oder weniger ersetzt haben, dass es große Leistungen waren, die vollbracht waren. Und insbesondere Leistungen in der Forschung.
Ich habe hier in der Physik gearbeitet. Wir hatten Forschungsthemen, die liefen länger als nationale, internationale Forschungsthemen, die liefen länger, als die Universität gegenwärtig existiert. Und diese 43-jährige Vorgeschichte der Universität, der Vorgeschichte der Universität, also der Pädagogischen Hochschule und dann wieder Brandenburgischen Landeshochschule, völlig zu vergessen, bewusst zu vergessen. Die Literatur über die PA, die mehrere Tonnen Dissertationen und Habilitationen und Forschungsberichte aus der Bibliothek, der neuen Bibliothek, die ja auch 11 Jahre gebraucht hat, um sie aufzubauen, zu vernichten, das kann ich einfach nicht verstehen. Und eine Frage hätte ich, Sie hatten anfangs gesagt, das war eine rote Universität oder rote Hochschule. Nach welchen Kriterien bewerten Sie das Wort rot für die einzelnen Hochschulen, Universitäten? Die DDR war zentral, völlig zentral organisiert. An der Spitze wissen wir eine Partei, die viel Unsinn, viel Schwierigkeiten bereitet hat, fast jedem, mir auch. Aber es gab wirklich eine Transformation, die keine Transformation war, sondern die eine Übernahme war und die absolut nicht aufgearbeitet ist. Und zwar nicht aufgearbeitet von den Hochschulleitungsmitgliedern und so weiter. Wenn ich den Opferstein in Anführungsstriche in Golm, übrigens der Komplex Golm und Griebnitz, sie gehörten auch zur Pädagogischen Hochschule, die 1990 Brandenburgische Landeshochschule wurde. Aber wenn ich an den Stein vorbeigehe, ich saß selber im Stasi-Knast und muss dort lesen, dass auf diesem Stein, also diesem Gedenkstein, nennen wir es Gedenkstein, dass auf diesem Gedenkstein gelobt wird die Stasi-Hochschule, die nun Wirkliches verbrochen hat, die Stasi-Hochschule für ihre Anzahl von Habilitationen, Promotionen, Doktoranden, bemerkt, dass die Diplom-Juristen, die dort ausgebildet worden sind, jetzt wieder offiziell übernommen sind mit dem AFS-Vertrag. Und 20 Meter weiter steht eine Tafel, die ja hier vorne auch steht, ein bisschen anders natürlich. Da wird von den Leistungen, wie viele Doktorarbeiten gemacht wurden, Habilitationen, welche Forschung, so, überhaupt nichts berichtet. Das heißt, da gab es keine Forschung, laut Plakat, Werbung der Universität. Bei 20 Meter weiter in dem Gedenkstein, hier war die Hochschule mit großen Leistungen. Steht auch noch ein halbkritischer Satz, der aber nichts ist. Und von den Opfern gibt es natürlich kein Wort, die da waren. Also ich bin enttäuscht von der Hochschulleitung darüber, dass man den Übergang nicht sachlich und, ich sage auch mal, ehrlich vonstatten gehen ließ. Ja, vielen Dank, Herr Bremer. Ich appelliere an alle, sich da noch mal Gedanken drüber zu machen. Danke sehr. Herr Kühn, Sie wollten darauf reagieren? Auf den Begriff rote Hochschule muss ich auch reagieren. Ja, genau. Wollen Sie erst? Fangen Sie an. Ist egal. Ne, also ich habe das ja zitiert. Ich habe ja sogar die Anführungszeichen in die Luft gesetzt. Das war so die allgemeine Sprachregelung, rote Hochschule, und das hing damit zusammen, oder rote PH, und das hing eben damit zusammen, dass eine sehr starke Orientierung an den Grundsätzen der Sozialistischen Einheitspartei stattfand. Und insofern ist von außen das immer so formuliert worden. Ich finde das auch nicht ungerechtfertigt. Dass man jetzt mit dem Wort rot auch Negatives verbindet, das ist eine Auslegungssache. Ich verbinde damit nichts Negatives. Ich habe selbst gesagt, ich bin selber rot, sozusagen. Aber ich denke, man kann an diesen alten Begriffen auch, muss man nicht zu sehr rumschrauben. Das ist einfach eine Bezeichnung gewesen, die gängig war. Und das muss man, glaube ich, akzeptieren. Und da würde ich mich nicht dran aufreiben. Ja, also ich habe aus Ihren Worten ein
doch etwas Verbitterung auch gehört. Und das ist schon traurig. Richtig ist sicherlich, dass die Jahre der pädagogischen Hochschule bei den Rückblicken nicht hinreichend berücksichtigt worden sind. Das ist sicherlich richtig. Aber allein die Tatsache, dass wir in dieser Zusammensetzung hier sitzen, zeigt doch, dass man durchaus darauf auch Rücksicht nimmt. Und wenn ich daran denke, an die vielen Diskussionen vor 5 Jahren, Frau Sendig hat ja vorhin darauf hingewiesen, die ja auch sehr emotional waren. Und da ging es genau um diese Aufarbeitungszeit, die Sie ja auch angesprochen haben, den Übergang über den Übergang zu sprechen und die Verletzungen, die damals entstanden sind, auch aufzuarbeiten. Also da kann ich Ihnen so nicht folgen. Und es ist eigentlich schade, dass man mit so einer Verbitterung auch darauf zurückschaut, weil am Ende ist doch wirklich viel erreicht worden. Und wir sitzen jetzt hier, ob Professor aus dem Westen, ich weiß gar nicht, wo die anderen jetzt alle so herkommen. Ich in Sachsen sozialisiert, was man ja noch ein bisschen hört. Ja, ich will es nicht idealisieren. Natürlich gibt es Konflikte. Das ist überhaupt, das sollte man auch nicht dem auseinandergehen. Und ja, ich meine, was ich vorhin noch sagen wollte, jetzt mache ich gleich Schluss. Was mich bei Frau Sendig, was mir vorhin durch den Kopf schoss, du hast ja vorhin auch auf den Ost-West-Konflikt 90 angesprochen. Aber es gab natürlich diese Konflikte, und das klang bei Ihnen ja auch ein bisschen mit, unter den hier gebliebenen Mitarbeitern, die aus der DDR. Da gab es auch sehr große Konflikte. Ja. Ich sag mal, wirklich sehr linientreue Mitarbeiter, die natürlich auch andere gemaßregelt haben. Und die gemaßregelt wurden, die haben sich natürlich jetzt auch gewehrt. Ne? Und da gab es natürlich auch dort große Konflikte. Das sollte man auch nicht übertünchen. Aber das ist, glaube ich, auch vor 5 Jahren schon relativ umfassend auch aufgearbeitet worden. Zumindest für mein Verständnis. Okay. Ja, herzlichen Dank. Also das war jetzt ein schönes Schlusswort, und wir sind ja auch mit der Zeit jetzt am Ende. Ich danke Ihnen allen sehr für Ihre Fragen, für Ihre Teilnahme hier auf dem Podium, und hoffe eben, dass dieser Gesprächsfaden weiter geknüpft wird. Und es gibt ja auch, um das auch noch ein bisschen, was Herr Bremer kritisiert hat, gerade zu rücken, es gibt ja schon auch die einen oder anderen Projekte wissenschaftlicher Art, die sich weitergehend mit Quellenstudium und Transformationsaufarbeitung und sowas beschäftigen. Und das ist auch, glaube ich, wichtig, dass das passiert und vor allem dann von den einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unter einer richtigen Fragestellung und nicht von irgendeiner Universitätsleitung oder irgendeinem Management da irgendetwas angeordnet wird. So finde ich, gehört es sich an einer akademischen Einrichtung wie der Universität. Und da denke ich, gibt es auch noch viele Forschungsfragen, die zu klären sind, und da wird noch viel passieren. Insofern, ja, ich danke allen, auch die am Livestream dabei waren, wünsche jetzt allen noch einen schönen, spannenden Fußballabend möglicherweise.2021 wird die Universität Potsdam 30 Jahre alt. Alt oder jung? Oder beides? Am 15. Juli 1991 offiziell gegründet, wurde die Hochschule nicht auf der grünen Wiese gebaut. Sie ging hervor aus der Pädagogischen Hochschule Potsdam, die gegenüber vom Neuen Palais zu Hause war. Also sind zumindest die Gebäude auf diesem Campus ein ganzes Stück älter. Außerdem übernahm die Uni Potsdam Standorte früherer wissenschaftlicher Institutionen in Griebnitzsee und Golm. Überall ist seitdem viel passiert. Es wurde restauriert, um, aus und neu gebaut. Auch auf der grünen Wiese. In nur 30 Jahren ist so eine moderne Universität entstanden. Mit 3 Standorten, über 22.000 Studierenden, einem starken Netzwerk mit wissenschaftlichen Partnern in der Region, exzellenter Forschung, die ihr auch international Anerkennung einbringt, einer ausgeprägten Neigung zum Transfer ihrer Erkenntnisse.
und mit vielen, vielen Menschen, die sie zu dem gemacht haben und machen, was sie ist und noch werden will.